achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Ich bin hier. Ich hätte gerade ausfahren können. Ja, wir sind hier an der Grenze. Muss mal gucken, wo ich hier hinfahren kann. Weil hier ist nicht jeder Grenzposten für LKW. Meist nur zwei oder maximal drei. Die vorne, die blenden ganz ordentlich. Die blenden schon ganz ordentlich. Ping. Ping, ping, ping. Und gleich mal die Zeit nutzen, ein bisschen Tee zu trinken. Oh, was trödeln Sie denn da jetzt? Ach so, vielleicht sollte ich das auch wieder aktivieren. Wäre von Vorteil. Sind wir hier auf einer Waage, oder? Oder was ist hier? Please open the Schranke. Gate? Weiß gar nicht, was bedeutet Schranke. 39 Tonnen. Da sind wir nur ganz knapp unter den 40. Ach, da kann keiner kommen, stimmt. Hier sind wir falsch. Machen wir einen kleinen extra Bogen. Bisschen extra schadet nie, ne? So, wir haben auch nochmal eine Zollabfertigung. Komm, so. Sehr gut. Oh, das ging aber schnell. Die haben aber schnell geprüft. Gilt hier gar kein Tempolimit. Ha, den haben wir noch überholt. Sehr gut. Sehr gut. Dann trödelt er jetzt nämlich nicht vor uns rum. Die lernfähige Automatik ist wirklich besser. Das muss ich, oder die adaptive Automatik, muss ich schon sagen. Weil die schaltet halt auch rechtzeitig runter. Nicht so wie die andere, also die normale Automatik, die halt einfach immer geradeaus stur im Gang bleibt. Da ziehen wir noch gerade vorbei. Wir sind gerade so schön im Fluss. Außer mal die Straße immer frei. Geradeaus. Außerdem war die Straße frei. Und er war ja noch wirklich langsam unterwegs.
Von Beschleunigung hat er nicht ganz viel gehalten, hatte ich den Eindruck. Oh, Fahrradfahrer. Die sind mir jetzt noch nie bewusst aufgefallen, dass es Fahrradfahrer gibt. Fußgänger kannte ich, ja, aber Fahrradfahrer? Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeit. Waren die schon immer drin oder sind die mit dem DLC mitgekommen? Hm. Hm. Demnächst rechts abbiegen. Jo. Machen wir. Das machen wir. Biege nach rechts ab. Läuft. Läuft, läuft. Tanken brauchen wir noch nicht. Das sollte noch bis zum Ziel reichen. Es sollte noch gut reichen bis zum Ziel. Wie lange haben wir denn noch? Stunde 18. Okay. Sollten wir auf jeden Fall diese Folge noch schaffen. Dem sollte nichts im Weg stehen. Die Sonne blendet ein bisschen, ne? Ein Hauch. Demnächst rechts abbiegen. Jo, das machen wir doch glatt. Oh, da vor uns hätte ruhig links abbiegen dürfen. Ups, ein bisschen weit ausgeholt. Ein klein wenig zu weit ausgeholt, aber wie schon oft gesagt, lieber ein bisschen zu weit als ein bisschen zu kurz. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ups, 70. Immer geradeaus. Ja, der vor uns hat zum Glück, ist zum Glück abgebogen. Kleine Baustelle. Licht an? Nö. Mal ganz dezent nicht. Entschuldigung. Lichthupe gemacht. War so nicht geplant. Ich muss mal die Tastenbelegung anpassen. Und dann ETS und ATS. Immer ja. Geradeaus. Entschuldigung. Muss sein. Ich hoffe, ich komme da durch. Und wenn nicht, haben wir jetzt nämlich ein richtiges Problem.
Eigentlich hätte ich einen Umweg fahren müssen, ich weiß. Aber uneigentlich wollte ich das jetzt nicht. 16 Minuten und wir hätten Stunden, aber hätten wir wahrscheinlich sogar machen können. Naja. Wobei. Achtung, hätte es hier einen anderen Weg hingegeben. Ich muss gerade mal auf der Karte gucken. Ja, wir hätten da rumfahren können. Okay. Wäre sogar gegangen, ja. Aber ja. Wollte ich jetzt einfach nicht. Hätte noch was, wenn man fürs Durchfahren eine Strafe kriegt oder so. So, erst nochmal niesen müssen. Glücklicherweise an der Ampel. Ja, und wir müssen die Lieferung bald abgeben. Das hört man an der Musik. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Danke. Entschuldigung. Nicht drauf geachtet. Biege nach rechts ab. Du hattest rot, mein Lieber. Demnächst rechts abbiegen. Ja. Biege nach rechts ab. Hier, ne? Rum. Wir sind heile angekommen. Das ist doch gut. So, heute können wir mal wieder den hier machen. Denke ich. Nicht ideal. Ganz und gar nicht ideal. Ziemlich unideal. Ach, wobei dadurch, dass der mitlenkt. Gut ist anders, wenn ich das mal so sagen darf.
So ist einfacher. Naja, Hauptsache es steht nachher irgendwie drin. Bisschen aus der Übung. Haben's schon länger nicht mehr auf diese Art gemacht. Oh, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Das schaut doch gar nicht so verkehrt aus. So, absatteln. Ausgezeichnet. Wunderbar. So, wir brauchen neue Ladung. Gucken wir mal, was es hier gibt. Ich hätte gern was dahin, dahin oder dahin. Oder da. Oder da, 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 da. Also irgendwo, wo wir noch nicht waren. Da waren wir schon. Das geht jetzt alles schon wieder viel zu weit weg. Eisenmarkt waren wir auch schon. Da fahren wir nicht mal an Städten vorbei, also doch vorbei irgendwo schon, aber... Oh, die gehen nach Schweden hoch. Okay, nee, da wollen wir jetzt nicht hin. Nehmen wir die hier und gucken, dass wir von dort aus dann irgendwas Geschicktes kriegen. Zeit zu machen gehen. Wir. Machen wir. Wo muss ich denn hin? Ah, okay. Ist ja nicht weit weg. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Das kriegen wir gerade noch hin. Hoffe ich. Kam einer, ich weiß, aber der bremst. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Der bremst, der bremst. Hier vorne dann demnächst irgendwo. Demnächst rechts abbiegen. Ach, hier. Nach rechts ab. Okay. Hier ist das. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Ja, schön, nicht? So, einmal Auftrag annehmen. Ach so, müssen wir nicht. Wir müssen ja irgendwann pennen, ne? Naja, egal. Jetzt haben wir den Auftrag.
Da hätte ich vorher dran denken können. Fahrt vorsichtig. Hoppala. Ups. So klingt das, wenn dann die Stützen über den Boden schrammen. Ja. Ja, sieht doch gut aus, ne? Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.